euch mal zeigen, wie ihr euch so eine tolle Lampe aus Beton mit Mosaik selber gestalten und gießen könnt. Schaut ein paar Minuten zu, wir zeigen es euch schnell mal. So, für diese Lampe braucht ihr jetzt auch wieder ein großes Gurkenglas oder eben, ihr müsst euch die Gläser euren Schalen anpassen, die ihr verwenden wollt. Ich habe jetzt hier so ein ziemlich 2 Liter Gurkenglas, ich glaube 1750 Gramm oder so sind da drin. Ja, habe ich von der Arbeit mitgebracht. Dann braucht ihr eine Schale. Wenn ihr jetzt mit Metall arbeitet, muss da unbedingt Folie rein. Also einölen oder sowas reicht nicht. Bleibt kleben oder was? Bleibt kleben. Also aus Metall ist ganz schwer, Beton wieder rauszukriegen. Ich glaube, das geht gar nicht. Und da wir ja diese tolle Noppenfolie im Moment gerne verarbeiten, habe ich die mir gedacht, über das alles liebst. Ja, das sieht bestimmt auch cool aus mit so einer Lampe. Deswegen mache ich jetzt auch so eine Lampe nochmal. Und da wird die Folie dann eben reingelegt und dann mit Beton ausgefüllt. Die Schale, da habe ich jetzt auch wieder 2 Teile Sand, 1 Teil Zement genommen. Und dein Liebling Weißzement. Und Weißzement vor allem, genau. Reicht nicht, muss ich nochmal was anregen. So, dann haben wir jetzt unser Glas mit Steinen befüllt, damit man ein bisschen Druck hat, um das Glas eben im Beton zu versenken. Haben das reingestellt und jetzt muss das erstmal wieder 24 Stunden fest werden. Das wird jetzt natürlich kein richtig runder Bottich hier oben drauf, weil man immer irgendwo Falten hat von denen. Aber das sieht, ihr habt es ja am Anfang gesehen, sieht mal cool aus, interessant aus. Wenn nicht alles immer rund, perfekt ist, kann ruhig mal so knorkelig sein, finde ich. Nach 24 Stunden könnt ihr dann die Steine hier wieder rausmachen aus der Mitte, könnt es aus der Form rausnehmen. Der Beton ist so weit gehärtet, dass man die nächste Schicht Lampe gießen kann. Und die Folie hier können wir wieder verwenden. Ich finde es eine coole Variante von diesen Lampen mit den Bubbles oben drauf. Jetzt könnt ihr natürlich die Folie wieder verwenden. Wird einfach wieder reingelegt hier in die Schale, wie beim letzten Mal schon. Bisschen glatt gestrichen und erstmal wieder vorbereitet. Weil ja später irgendwie Licht in die Lampe rein muss, muss ja hier irgendwie durch den Deckel das Licht durch und dann hat man hier oben immer dieses Kabelfach. Und damit das irgendwie im Beton verschwindet, haben wir uns gedacht, schneiden wir aus dem alten Plastereimer so einen kleinen, wo Kleber drin war oder was waren hier drin? Zuckerwatte. Zuckerwatte oder Tzatziki oder was weiß ich. Der muss nur über euer Glas drüber passen. Und da machen wir jetzt so einen Rand, dass das drüber steht, damit wir hier immer die Kerzen, also diese Batteriefach reinlegen können und hier nicht unten rausguckt immer oder daneben liegen muss oder sowas. Wir machen uns jetzt erstmal diesen Rand. Jetzt hast du es festgeklebt. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich klebe das vielleicht ein bisschen fest hier oben. Mit Bastelkleber oder Heißkleber könnt ihr das auch machen. Damit man hier den Platz hat nachher, um dieses Batteriefach da immer verschwinden zu lassen. Außerdem muss in den Deckel von dem Glas jetzt auch ein Loch rein. Das haben wir einfach mit einem scharfen Messer gemacht. Und damit da nachher die Lichterkette natürlich auch durchgefädelt werden kann, um dann hier oben das Batteriefach zu haben. So, wenn dann euer Platzhalter festgeklebt ist, am besten ihr macht es mit Heißkleber, geht am schnellsten, braucht da nicht so lange warten. Dann wird das kopfüber in die Schale wieder reingestellt, die wir vorher schon präpariert hatten mit der Folie. Jetzt haben wir den Platzhalter und wir müssen jetzt wirklich bis zum Rand hier oben so weit wie möglich Beton hoch machen, damit es hier oben schön eingefasst ist. Bei dieser Variante, die ich jetzt hier mache, braucht man kein Holzstückchen oder sowas. Man kann auch mit einem Holzstück einen Platzhalter hier schaffen, damit ein bisschen von dem Glas später mal zu sehen ist. Aber da ich ein großes Glas habe, macht sich der Platzhalter alleine durch das Glas schon. So, wir haben uns dann wieder richtig Beton eingerührt, Sand und Zement, 2 Teile Sand, 1 Teil Zement. Und damit wird dann jetzt die Schüssel richtig schön aufgefüllt, so hoch wie wir es schaffen, damit das Glas da einbetoniert wird. Wir haben dann jetzt so weit gefüllt, wie es irgend geht, also bis zum Rand. Ich wollte eigentlich, dass dieses Teil hier noch mit verschwindet, aber kann eigentlich auch als Zierde bleiben bei der Lampe. Und je mehr Platz zwischen den beiden Teilen ist, desto mehr Lampe hat man.
ist jetzt Geschmackssache, muss jeder entscheiden, wie er es haben. Wenn du eine größere Schüssel hast, die höher geht eben, bleibt hier nachher bloß ein kleiner Ritz. Wir haben jetzt hier diese flachen Schüsseln gewählt. Ich wollte es halt mal ein bisschen größer haben und da soll ja noch ein bisschen Deko nachher hin. Und auch dieses untere Teil muss jetzt wieder 24 Stunden aushärten. Ist ja logisch, wie immer, also wieder warten. Wir haben jetzt also wieder 24 Stunden gewartet und dann kann man auf den unteren Teil der Lampe ausschalen, aus der Form rausnehmen, die Folie abmachen und schauen, ob einem das gefällt, was man da fabriziert hat. Ich denke, ja. Gerade so gelten lassen, was? 4 bis 5 geschmeichelt. Kann man gerade so gelten lassen, wie mein Mann immer sagt. Ja, und jetzt hat man hier oben den Deckel, den man so ja immer wieder noch auf und zu machen kann, weil wir Platz genug haben hier ringsrum. Jetzt könntest du auch Glas einfüllen. So, und jetzt habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, möchtet ihr nur eine Lichterkette reinmachen oder möchtet ihr noch Deko reinmachen ins Glas. Ihr könnt ja, wie wir euch schon mal gezeigt haben, auch Glassteinchen reinmachen. Ihr könnt auch, was hat man überlegt, Tannenzapfen reinmachen nachher für den Winter oder eben irgendwelche andere Deko. Ich habe jetzt hier so eine Lichterkette mit 10 Strängen oder sowas, die man dann schön auseinander machen kann, damit das ganze Glas eben voll ist mit Strang, ein bisschen verknuddelt, rein ins Glas, schön durcheinander. Und passt. Passt, wackelt und hat Luft. Fast wie geplant. Sieht so aus, als wenn man das echt geplant hätte. So, jetzt kann man den Schalter anmachen, das Kabel hier verschwinden lassen und man kann jetzt überlegen, ob man da auch wieder was drauf macht oder ob man jetzt diese Lampe, die ist ja nicht so schwer, die kann man jetzt immer auf den Kopf stellen und hat dann das Kabelfach da unten. So sieht aber auch nicht schlecht aus. Ja, so sieht auch nicht schlecht aus. Also wie eben schon gesagt, ihr könnt es jetzt entweder so lassen, dieses Mal dann eben das Batteriefach unten und einfach so als Lampe lassen. Machen wir mal kurz Licht aus. Aussieht so. Oh, das sieht cool aus. Aber wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten. Man kann ja auch noch das Glas bemalen. Und da ich ja schon viel Mosaik im Moment gemacht habe, bin ich der Meinung, ich möchte jetzt hier auch wieder ein Mosaik drauf haben, aber gemalt. Dafür gibt es ja diese 3D-Glasdesigner. Die hatte ich schon mal vorgestellt. Damit malt man sich mit dem Konturenliner erstmal ein Muster auf und malt die Teile dann eben aus. Das werde ich dann jetzt machen. Und dann hat man eine bunte Lampe. Muss ja nicht immer nur so einfarbig sein. Nö. Oder wie gesagt, ihr könnt es auch füllen. Könnt ihr auch alles machen. Ich bemale meine Lampe jetzt. Ihr könnt euch da jetzt einfach irgendein Muster aussuchen. Freihand ein Muster draufmalen. Ihr könnt gestalten, wie ihr möchtet. Ihr habt jetzt freie Hand mit diesen Stiften zu zeichnen. Und dann eben bloß noch die Teile ausmalen. Das geht dann auch ganz schnell. Müsst euch nur im Klaren sein, was ihr haben wollt, wie ihr das haben wollt und dann ausmalen. Wenn ihr das dann mit dem Konturenliner erstmal vorgemalt habt, muss das Schwarz von den Konturen erstmal fest werden. Das dauert ungefähr so 1-2 Stunden und dann könnt ihr die Felder ausmalen. Warten wir erstmal ein paar Minuten, Stunde, zwei. Und wenn dann die Konturen getrocknet sind, dann könnt ihr eben, wie gesagt, mit dem Ausmalen anfangen. Da könnt ihr dann die Farben benutzen. Es gibt ja da ganz viele verschiedene Farben. Ich mache jetzt erstmal meine Blümchen hier in Gelb und Rot oder so. Mal gucken. Und mein Mann war der Meinung, man kann ja hinterher, wenn man mal das Glas dann mal nicht mehr so haben möchte, wie man das jetzt bemalt hat, dann kratzt man das einfach wieder ab. Nee, das wird richtig Glas. Das geht nicht. Es geht nicht wieder abzukratzen, das wird richtig Glas. Das war ja nur eine Idee von mir. Ja, ich weiß, ich bin doof. Coole Idee. Doof, döber, am dümmsten. Dumm, dümmer, am dümmsten. Ja. Aber es geht nicht wieder abzukratzen. Was? Und so könnt ihr das dann jetzt Farbe für Farbe immer schrittchenweise ausmalen. Ist natürlich jetzt auch wieder Arbeit für ihn, der Vater und Mutter erschlagen hat. Oder für Bastler halt, die Geduld haben. Geduld haben. Bei mir ist die Geduld immer so ein bisschen, naja, ich möchte es gerne haben.
Aber schnell, es schnell, muss schnell. Dann auch mal irgendwann fertig werden. Aber wenn ich es haben möchte, dann ziehe ich das auch durch. Ganz egal, wie lange das dauert. Muss ja nun mal gemacht werden. Macht ja kein anderer, kommt ja kein Wanderer des Wegs und sagt, hier komm, ich mach dir das schnell fertig. Na, ich mach's nicht. Mein Mann macht das auch nicht. Also Schritt für Schritt, Stück für Stück alles ausmalen jetzt. Ich habe meine Lampe dann jetzt fertig gestaltet und so lange hat es gar nicht gedauert mit ein bisschen Übung. Ich habe es ja nun schon öfter gemacht. Haben wir jetzt knapp eine halbe Stunde gebraucht. Länger war das jetzt nicht. Ich glaube eine halbe Stunde, nicht mal eine halbe Stunde, das alles auszumalen. Das geht kinderleicht, kinderleicht und pipi schnell. Und jetzt muss das erstmal trocknen und dann werden die Farben nämlich durchsichtig. Die sind nicht opak, sondern durchsichtig. Glasklar nachher, bloß farbig. Jetzt lassen wir es erstmal trocknen und dann zeigen wir es euch wieder. Also schön bunt sieht das ja mal aus. Schön bunt, ja. So, fertig sieht die Lampe dann so aus, bemalt. Und die macht jetzt ein super Licht. Ich denke mal, probiert es ruhig mal aus mit dem Bemalen. Das ist eine tolle Variante, um so eine Lampe neu zu gestalten. Oh, und ich finde das mit Mosaik immer wieder toll. In dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.